So, dann wieder herzlich willkommen zum Live-Trading TV von JFD Brokers. Ich bringe und analysiere heute den DAX in der Nachbetrachtung. Kurz vor 1 Uhr habe ich hier auf die schnelle ein DAX-Setup präsentiert im 15-Minuten-Chart. Das war hier. Da stand der DAX oberhalb dieser Marke noch. Aktiviert wurde es dann um 13:15 Uhr und es lief sehr super sauber direkt in den Zielbereich rein. Ich habe das auch noch hier dann live dokumentiert, das aktiviert worden im DAX und dann eben den Stopp auf der Höhe des EMA 238 gesetzt. Teilverkäufer folgte, Reststopp dann auf Einstand und dann eben an der Zielmarke bei 11.200 komplett Verkauf. Gleichzeitig habe ich dann Dow Jones Setup vorgestellt. Das war eben auch nach der Mittagszeit. War eben angegeben ein Stunden-Close unter 17.850 oder 49. Das erfolgte hier ja jeweils nicht. Und ich habe das, wie man es eben auch hier sieht, die Unterstützung hat gehalten. Was dann eben erwartet ist, dass, weil es eben nicht per Tagesclose diese Unterstützung gebrochen worden ist. Und deshalb habe ich es sowieso gestrichen. Im Nachhinein jetzt, also hier war es definitiv richtig. Ich hätte es halt irgendwann wieder aktivieren sollen. War aber da nicht am Rechner. Und es ist ja auch kein 24-Stunden-Service. Und als dann die Marke dann doch gebrochen ist auf Schlusskursbasis und nicht auf Periodenschlussbasis, auf 1-Stunden-Basis, gab es zwar nochmal einen bärischen Pullback an die Aufwärtstrendlinie hin. Da war es auch noch kritisch, ob das dann so gut durchläuft. Aber wie Sie sehen, hat sich dann das Verkaufssignal extrem durchgesetzt. Aber zu den US-Indizes werde ich nach Börsenschluss, wir sind noch nicht nach Börsenschluss, nochmal ein Video drehen. Kommen wir dann ja kurz zum DAX. Jetzt muss ich kurz erstmal das DAX-Setup nochmal aufrufen. Hier, wir sind ja hier auf Xetra-Basis. Hier habe ich ja das Setup, habe ich jetzt ja nicht mehr ganz speziell vorgestellt, nur in den Videos. Wer aber hier trotzdem das noch gehandelt hätte, hätte noch schöne Kursgewinne erzielen können, aber das war jetzt nicht explizit angegeben, weil ich nicht eben am Rechner war. So, nachbörslich, das ist ja hier direkt der Xetra DAX, sind wir doch tatsächlich im Tief auf die 11.080 Punkte rangelaufen schon. Also hat direkt diese Bewegung nachbörslich nochmal stattgefunden, als es hier unter die 11.175 ging. Aber dazu dann eben morgen früh werde ich im DAX dann ein neues Setup vorstellen und erstmal den Markt hier sich selber überlassen. Kommen wir kurz zu den, also DAX lief super, was dagegen eben nicht gut lief und jetzt eben ausgestoppt worden ist, war das Öl. Die ganzen Rohstoffwerte waren heute ja wieder deutlich unter Druck. Kommen wir erstmal noch kurz zum Gold. Da war die Marke eben auch richtig gelegt. Erst hier bei 1077 irgendwelches Long-Signal wurde Gott sei Dank nicht erreicht. Und der Trendbruch war dann eben nur temporär. Der EMA 200 wurde nicht überwunden. Und so stehen wir jetzt wieder bei 1050 US-Dollar. Das werde ich, weil es jetzt eben der Chart aufgegangen ist, aber das werde ich eben morgen nochmal speziell nochmal vorstellen. Aber das Setup lief ja noch. Der Stopp wurde nur auf Daily Close, wäre nur aktiviert worden. Und hier ist es ein astreiner Hammer.
und ideal an einem Unterstützungsbereich. Deswegen das Setup werde ich morgen nochmal vorstellen. Und hier passt dann alles. Wo es halt leider nicht gepasst hat, war eben beim Öl. Da habe ich zwar die Position behalten, aber immer wieder darauf hingewiesen, dass es eben auch eine bärische Flagge werden könnte. Eben auch von hier schon runter. Ich habe noch auf einen Anstieg weiter oben gehofft. Kam halt nicht zustande. Und jetzt sind wir hier ausgebrochen und unter den Stoppkurs gefallen. Also hier ist es eben aber auch schon die Pflicht erfüllt. Knapp ein neues Tief hier erreicht. Also abwarten. Und dann müssen wir mal in den unteren Zeit eben nach neuen Einstiegen oder auch Short-Einstiegen vielleicht suchen, aber das eben auch braucht noch Zeit. So, das war's erstmal. Danke fürs Zuhören und ich melde mich, wie gesagt, später noch einmal.